Der Brunnen ist rechts von dir. Ja, und weiter geht's mit Daisy. Ja, und ich habe gerade schon wieder in dem Kabäuschen dort eine SKS gefunden. Alter, ja, ich sehe den Brunnen. Du bist jo, in dem Haus daneben, ne? In dem Haus, ja. Cowboy-Hut. Ich bin ja eigentlich hydrated. Ich weiß noch nicht, ob das vom Essen hydrated ist oder... Ich weiß jetzt eben nicht, ob das allgemein, wenn mal hydrated steht, ob das für die Allgemeinheit gilt. Oh Mann, habe ich Hunger. Warte. Komm, wir gehen weiter. Warte, ich esse in dem Haus erstmal was. Ich habe richtig Hunger. Nee. Soll ich den Cowboy-Hut mitnehmen? Nein, was willst du mit dem? Das ist ein Cowboy-Hut. Aufsetzen. Kein Bock. Okay, warte. Ich esse noch meinen Bohnen leer und dann muss ich noch entweder die Banane oder die Orange essen. Wie wär's, wenn du mal was wegwirfst? Warte, ich esse jetzt. Ich komm jetzt ins Haus rein, falls das das ist. Mach. Das ist ein Haus, wo ein Hammer drin ist. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Da liegt der Cowboy-Hut, siehst du? Ja, ich hatte auch mal einen. Komm. Warte. Ich muss noch hier rein. Okay, da ist die Tür zu. Ich meine, da geht sie zurück. Die Tür geht nicht auf. Okay, lass uns gehen. Stell dich mal hier in den Brunnen. Hock dich da mal hin. Ich trink noch mal was. Warte. Jawohl, so ist gut. Komm. Warte. Ich habe gerade was gegessen. Lass mich die Dose noch auch ausessen, damit ich endlich die Hungeranzeige weg habe. Warte auf mich. Der Junge steht doch nur hier. Waren wir ja nicht schon in diesem großen Langhaus hier? Ja, ja, da lag die andere SKS rum. Okay, komm. Das hier jetzt erstmal an der Mauer entlang, wieder in die Nähe der Straße. Alter, wie lange wir jetzt schon wieder nicht mehr gestorben sind, voll gut. Ja, Mann, aber das liegt nur daran, dass wir so taktisch hier vorgehen. Wären wir so taktisch nicht vorgegangen, hätte uns der Typ, den ich erschossen habe, erschossen. Glaub auch, außer der wäre friendly und hätte sich nicht mit uns angelegt. Vielleicht hat er gesehen, dass wir zu zweit waren. Ja, ja. Vielleicht ist ja auch nur okay, aber ich sag mal so, die Typen auf Sarazar, wenn du so einen richtigen Pro siehst, die schießen auch auf Sarazar, Dennis, Benny und so weiter und die sind zu dritt, zu viert. Okay, ich check die Straße, da ist niemand. Ich steck die Straße von hinten, sehe da aber auch niemanden. Lass weiterlaufen. Ja. Wetten die ganzen Spieler dumpen da hinten bei Elektro rum und knallen sich gegenseitig beim Respawnen ab. Ja. Wir sind bei dieser Spieler, ja, da, bei dieser Spieleranzahl. Ist es schon wieder ein neuer Clan on? Warte, und ja. bei WP sind jetzt drei. Bei WP, ja, ich sehe es. Und einer, das der heißt. Und drei der verschiedene Clane. Einmal WP, drei Leute. Dann G haben wir nur einen. Und RSG haben wir auch zwei. Wo ist ein RSG? Ganz unten. Ah, da, ja, nee, das, ja, das sind zwei. Ich höre ab und zu mal einen Zombie, aber ich glaube, das ist kein Zombie. Ich auch, das ist keine Ahnung was, das hatten wir ja schon mal. Was weiß ich, ob das vielleicht Vögel sind oder so, die hier noch nicht, trotzdem noch nicht zu sehen sind. Ich meine, man hört ja auch Grillen. Ja, ja. Immer wenn ich so einen Zombie höre... Warte, aber am großen Airfield könnte es abgehen. Ja, Mann, also die sind ganz sicher in irgendeiner großen Stadt, die meisten, und am Airfield. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel... Bei dieser Spieleranzahl ist es nicht ausgeschlossen, dass beim Airfield irgendeiner rumdümpelt und einfach nur wartet. Ja, das auch, aber steht da hinten jemand? Nee. Wo bist du? Genau hinter dir. Aber Sarazar und so zum Beispiel haben gesagt, dass bei den kleinen Airfields direkt bei der Stadt, da wo wir jetzt waren, bei der Militärbasis, da wollen die jetzt nämlich wieder hin. Die haben gesagt, da sind öfter Spieler eigentlich. Ja klar, weil das sozusagen die erste große, das erste große Airfield ist, aber das richtig große Airfield. Da, guck, da oben fliegt ein Vogel rum, siehst du den? Wo? In welcher Richtung muss ich gucken? Da, ich guck da gerade hin. Das ist der wahrscheinlich, der auch immer schreit. Kann sein. Da fliegt ein Vogel seine Kreise. Ich hab auch schon wieder, das
Du siehst ihn wahrscheinlich nicht, weil du keine hohen Grafikeinstellungen hast. Es ist kein Zombie, es ist der Vogel, der da oben rumfliegt. Ich weiß, nein, ich meine, ich habe gerade schon wieder so ein Zombie-Ding. Komm mal her, siehst du jetzt, wenn du hier links hinguckst, an die Strommasten, links, da fliegt er jetzt. Da sehe ich den, ich liege vermutlich in den Grafikeinstellungen. Ja. Egal, ist ja nicht so wichtig, den zu sehen. Und Charaktere sehe ich gut genug, dann immer so als Strich in der Ferne. Es reicht aus, um sie umzunieten, hast du ja gemerkt. Junge. Hör auf. Okay, da war der Zombie schon wieder, warte. Was denn? Okay, ich dachte, ich hätte durch die Bäume einen gesehen auf der Straße. Ich glaube, hier läuft keiner rum mitten in der Einöde. Ja, das sagt man immer, bevor man mitten in der Einöde abgeknallt wird. Ja, ich rede von Zombies, nicht von Typen. Ja, ich habe von Typen geredet. Was sind das denn für Kanister da rechts? Siehst du die rechts unten? Ja, ja, glaub schon, oder? Ah nee, das sind Bäume. Das sind Heuballen. Nein, nein, da ganz rechts unten. Bei mir müssen die Bäume irgendwie. Sind die Bäume irgendwie erst als Bäume zu sehen, wenn ich ranzoome mit der Knarre. Ja, ja, aber da liegen unten noch Heuballen auf dem Feld. Junge, wie wir hier alles überblicken können. Hinter uns ist niemand. Vor uns auch nicht. Hammer. Ich bin stehen geblieben. Ich guck grad, ob da unten jemand auf der Straße rumrennt. Ja, ja. Nee, keiner. Okay, weiter. Das ist ein bisschen weiter links, dort oben auf dem Hügel. Kann man hier eigentlich nur eine M4 finden oder auch eine M16? Kein Plan. Ich weiß nur von einer M4. Weil ich sehe schon kommen, nach einer Zeit lang, wenn es so richtig ruhig ist, kommt uns irgendwann mal so ein Spieler entgegen und alle ballern drauf los. Ja, ja. Lass mal, wenn wir hier so sind, so die Runde, so wie Sarazar gehen, so großes Airfield und dann die ganze Map einmal quer rechts rüber, bis wir dann wieder hinten an der Hauptstraße ankommen, und dann wieder die ganze Hauptstraße entlang gehen. Ja, ja, okay. So wie das Sarazar und so gemacht hat. Also ich guck mal kurz nach hinten, okay. Weil da ganz hinten an der Hauptstraße, an der anderen Seite von der Hauptstraße, an der Stadt waren wir nämlich noch nicht. Ja, ja. Die nach Solitschny, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal, ich hab's vergessen. Ja, Junge, Hauptsache, wir laufen zum Airfield, weil da Munition uns rumliegt und wir auch eine M4 haben wollen. Wenn wir da ankommen, lass mich raten, weil wir lieber die Sniper haben. Möglicherweise. Also aber man geht ja auch zum Airfield allgemein, auch wegen der Spannung und so. Ja, ja, aber auch, weil man da auch ganz sicher dann auch irgendwas anderes findet und dir vielleicht einen Helm und eine Gasmaske. Aber pass auf, da ist ein großes grünes Haus, da könnte jemand drin sein. Ich beobachte mal die Straße, die wo es weiterläuft, sehe da aber niemanden. Ich guck mal in die Straße, ich beobachte die Straße nach rechts, aber da sehe ich auch niemanden. Hinter uns habe ich auch niemanden im Blick. Scheint clean zu sein. Warte. Nee, doch nicht. Wir laufen jedenfalls richtig. Junge, der Magen von dem Charakter knurrt schon wieder. Was ist der verfressen, Alter? Hä? Hä? Was? Ach so, ja, wir waren ja gerade schon in der großen Stadt. Warte mal eben, ich muss mal eben kurz auf die Karte gucken. Scheiße. Was? Wir sind falsch gelaufen. Fuck. Inwiefern falsch? Ich muss mal eben aufs Schild hier gucken. Hier lang geht's Richtung. Wie heißt die? Molopepka oder sowas. Warte mal, ich geh mal drauf. Ja, Pogrevka. Okay, wenn wir dann den Weg weiterlaufen nach Rogovo, dann nach Kabanino. Und dann können wir von da aus auch zum Airfield, also geht auch. Okay, lass uns machen. Da hinten sehe ich eine Kirche. Jetzt müssen wir aber mal auf die Schilder achten und so. Ja, ja, da hinten sehe ich das weiße Haus, ne? Ja, ja, wir gehen gleich mal Barack besuchen. Mit der Mosin, der SKS, guter Plan.
klar, und das auch noch irgendwo in der Ukraine oder in Russland. Ja, ja. Das einzige, was wir noch bräuchten, wäre dann eher ein Revolver. Also für dich. Ja, das Geile ist, wenn man bei der, selbst wenn man bei DayZ alles schon hat, dass das immer noch voll Bock macht. Ja, ja, vor allem hast du auch immer, selbst wenn du mit einem M4 und voller Munition alles total voll, alles aufgeladen, das Beste, was man kriegen kann, rumläufst, gibt's immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass du von irgendeinem mit einem Snipergewehr abgeknallt wirst. Alter, wie das gleich was, das könnte jede Sekunde passieren. Da hinten könnte jetzt irgendwo einer lauern am Straßenende. Wir würden den nicht sehen oder auf dem Hügel. Auf einmal hörst du nur Boof, you are dead. Ja, ja. Ich glaube, ich würde voll den Herzinfarkt bekommen. Erstmal voll Schreck. Ich weiß. Ich hab's ja gemerkt, dass du geschossen hast. Ja, Junge, ich. Als du geschossen hast. Du hast mich im Gegensatz. Hab ich dich nicht abgeknallt. Ich hab dich auch nicht abgeknallt, nur verwundet. Ja, leck mich. Und danach mit der Axt abgemurkst, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ja, genau. Ja, Hauptsache ich so, ja, das wird schon. Du so, nein, hat keinen Sinn, töte mich. Ja, hat's auch nicht, weil meine Beine gebrochen waren. Denkst du, ich warte jetzt 3 Stunden, bis das mal klappt? Ich weiß. Warte, ich guck mal kurz nach hinten. Junge, dieses nach hinten gucken hat uns schon oft genug das Leben gerettet. Einmal. Ja, oft genug. Ohne dieses eine Mal wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Sollen wir zur Kirchstelle rennen? Ich weiß nicht, ich würde mich eher an der Straße halten. Ich will zum Airfield jetzt. Ja, okay. Ich bin rechts etwas weiter am Hügel, also nicht erschrecken. Weißt du, Dave, ich fühle mich hungrig. Ja, ja. Oh! Was? Junge, steht da eine Vogelscheuche. Ich dachte, das wäre jemand. Ja, ja, das war in der letzten Stadt auch. Ich habe mich umgedreht und hab da dann auf dem Feld auch beinahe die Vogelscheuche erschossen. Das ist richtig nice. Leck mich doch, ey. Steht da eine Vogelscheuche und ich dachte so, jetzt kürz. Ja, ja. Das dachte ich auch. Da steht dann so. So, warte, ich leg mich eben hin. Da ist ein Zombie. Oh. Junge, wie ich immer sofort drauf losballern will. Okay, wir müssen nur uns an der Hauptstraße halten. Jo, hinter uns ist auch niemand. Ich steh jetzt auf, nicht erschrecken. Ja. Schuh! Junge. Mach du den Zombie platt, ich geb dir Deckung. Jawohl, das schicke Werbeplakat hier. Scheiße, ich hör einen Zombie, der müsste von irgendwo unten kommen. Noch einer. Boah, scheiße, der hat mich gesehen. Da kommen 2. Ja, nee, ist klar. Ja. Ja, Junge, ich weiß. Scheiße, da kommen noch mehr. Wow. Ich nehme den linken. Der linke ist down. Hammer, Mann. Nur so mit einer Axt erstmal alle weg. Da kommt noch einer. Der rennt aber nicht auf uns. Jetzt rennt er auf uns. Mach du den kalt. Davor hat er aber nicht auf uns gerannt. Ist er nicht zu uns gerannt? Entweder hat das gebackt oder da oben steht jemand. Ich check das mal. Da rechts ist noch ein Zombie. Alter. Wie es hier alles mit Zombies wimmelt. Da ganz hinten an der Straße ist auch noch ein anderer. Da oben kommt auch noch ein Zombie, Junge. Komm schon, jetzt nimm doch die Axt. Na bitte. Nimm die Axt, Junge. Ich mach den. So, der Zombie hier oben ist down. Ich komm runter wieder auf die Straße. Ah, da kommt der andere Zombie. Hinter dir kommt. Sehr detailliert. Hinter dir kommen 2 Zombies. Ich bin auch hier. Ich nehm den hier. Den mit Rüstung. Der mit Rüstung ist down. Nimm du dir den da. Junge, wie alles von Zombies wimmelt und wie einfach so mit der. Alter, wie detailliert das ist. Die Augen so am Bluten. Krass. Ja, Mann. Okay, ich nehme wieder die Sniper. Da hinten kommt wieder einer angerannt. Ja? Ja. Ich mach hinter den kalt. Ah, nee. Okay, mach. Boah, Alter, mit einem Schlag tot. So geil. Ich weiß. Warte mal. Ich muss da was nachgucken. Ja, meine Feuerachse ist auch noch pristine. Meine nicht. Und jetzt mach. Ja, ich hab schon nachgeguckt. Okay.
Hier ist schon wieder so ein Turm. Alter, wie ich immer am Drängen bin und dann immer ich so, ja, warte mal. Hier ist ein Brunnen, ich trinke noch mal, was? Und die Folge ist zu Ende. Okay, dann bis gleich. Tschö, Leute. Ciao, Leute.